Risiko. Nur einer heute. Shocking. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Coriolis Shrouded Horizon. Lang, lang ist es her. Wir hatten eine längere Streampause, because life was busy. Aber wir sind back. Und mitten im Geschehen. Ach, Quatsch. Was? Ich weiß gar nicht, hattest du einen Eintrag für den Captain gemacht für diese Runde? Oh, ja, stimmt. Ich habe ja einen Job. Nee, doch nicht. It's fine. Wir sind ja theoretisch mitten im Gefecht, also falls du keinen hast. Ich bin gleich selber überrascht, ob ich einen habe oder nicht. So gut. Man merkt, wir haben eine Weile nicht gespielt. This is how it goes. Nee, den Kampf habe ich nicht drin. Das ist okay. Ja, stehen geblieben bei von Bashir erfahren wir, also ne, dass wir Bashir aufgenommen haben, und dann von Bashir erfahren wir zudem, dass es einen brodelnden Konflikt zwischen den Nomaden und den Prospektoren gibt, der sich droht, in den kommenden Tagen zu entladen. Wir sollten so schnell wie möglich hier weg. Ja. Jada, jada, jada. Sonst könnte es blutig enden. Und hier sind wir mittendrin im Chaos. Im blutigen Ende. Ich fände es natürlich auch richtig witzig, wenn der Captain einfach mitten im Kampf einen Logbucheintrag aufgenommen hätte. So aufgenommen, genau. Live aus dem Kampf. Captain's Logbuch, ich hasse es. Ich hasse es. I hate everything. Genau, und da setzen wir auch wieder an. Ich switch mal wieder zu den Bongos of Doom. My favorite music. Das Ding ist, die ist ein bisschen funny, aber die macht mich immer wach. Und das ist das, was sie machen soll. So. Okay. Ich bringe euch mal wieder in die Szene zurück. Ihr steht oben auf der Galerie, die zu Vasems Bar führt. Und unter euch, so ein paar Meter drunter, wo man mit einer Treppe hinkommt. Die ist hier wunderschön aufgemalt. Do not judge. Gibt es so einen großen Bazar, der den ganzen Raum füllt. Das ist so eine große Halle. Ihr müsst euch das vorstellen wie so eine riesige Lagerhalle, wo halt ziemlich viele kleine Stände sind von Reisenden, aber auch ein paar Festangesiedelten. Und auf der anderen Seite gibt es genauso eine Galerie, die zu Vasems Hotel führt. Hier unten... Ich hoffe, die Zuschauer können das auch sehen. One second. Ich zoome mal eben raus. One second. Zoom enhance. Hier unten geht's raus zu den Docks, also wo die Schiffe liegen, ne? Also die Maintenance Bay und wo, ne, wo man Reparaturen durchführen kann, jada jada. Ne? Und wo die ganzen Schiffe liegen, die momentan rein und raus fliegen. Und es gibt ein Tor, das weiter nach hinten führt, hier hinten. Das wahrscheinlich weiter zu den Living Quarters führt, also wo die Leute, die hier wohnen, leben. Ja, genau. Und was als letztes passiert war, wie gesagt, es war ja relativ voll auch, aber der Markt ist aktuell in absoluter Panik, weil halt diese riesige Mining-Drone, diese, wie nennt man das? Bohrdrohne, I guess? Minendrohne. Bergbaudrohne, würde ich sagen. Drohne, Bergbaudrohne klingt gut. Das klingt viel schöner. Bergbaudrohne. Diese große Bergbaudrohne, ist ja durch den Weg hier unten aus Richtung der Schiffe. Ihr müsst euch das vorstellen wie so ein riesiges Lagerhallentor. Also ihr könnt die Schiffe sehen. Das ist auch offen. Diese riesige Drohne ist aus der Richtung gekommen. Hans und ich... Wer war es noch gewesen? Es war Hans und Kiele, ne, die draußen waren. Genau, weil wir waren ja quasi einkaufen und so, wegen den Ersatzteilen zu reparieren holen. Und als wir quasi zurückgekommen sind, haben wir gesehen, oh, da passiert was. Und ja, deswegen waren wir, glaube ich, von unserer Gruppe die Ersten, die es gesehen haben. Genau, die riesige Drohne war halt praktisch aus dieser Richtung gekommen, hatte diesen Stand praktisch, die hat so eine... Wie heißen die Dinger? Diese Thermalcutter. Also der hat so einen Hitzeschneider, mit dem der halt normalerweise in Asteroiden reingräbt. Mhm. Ne? Weil wir sind ja im Marab-Gürtel. Und die hat halt noch so zwei so Greifarme.
Aber primär scheint sie mit dem Thermalcutter halt sich einen Weg zu machen. Und das Letzte, was ihr gesehen habt, ist, die ist hier so, ich nehme eben das Lineal dafür, die ist hier so hochgezogen. Also die hat diesen Stand kaputt gemacht und ist dann hier so hochgezogen. Da hat Hans sie einmal richtig hart mit der Hydraulikfaust erwischt und hatte einen der Arme dismantelt. Und dann ist sie hier hochgeflogen und war im Begriff, auf eure Höhe hochzufliegen. Sie schien aber nicht auf euch fokussiert zu sein, sondern auf die Nomaden, die gerade hier am Eingang standen. Und das war, wo wir gestoppt hatten und was sie als Letztes getan hatte. Das ist halt wirklich, die ist ja so groß wie ein Auto ungefähr, ein bisschen kleiner vielleicht, ne? Und dieses Riesending kommt halt so hoch gehovert, so auf Höhe der Galerie. Ihr hört so das, so diese Geräusche von dem Antrieb und von dem Kühler, der das Ding am Laufen hält. Ihr könnt sehen, dass es schon einiges abgekriegt hat, weil ihr hattet es ja schon beschossen. Und sie sieht aus, als wäre sie schon sehr, sehr viel benutzt worden. Also die ist abgenutzt, viel benutzt. Wahrscheinlich jemand tägliches Arbeitsgerät. Und ihr seht dieses, wie gesagt, fast wie so ein kleiner Panzer so an der Galerie hochkommen. Und dann ist Hans dran. Ah. Ja, eine Aktion laufen, zweite Aktion chargen. Ja, was die ist halt so, ja, die hängt halt so ein bisschen in der Luft. Ne? Also die schwebt, ist gerade so im Begriff, da hochzuschweben. Du kannst halt auf die Treppe laufen, sozusagen, wenn du sie versuchen willst, physisch anzugreifen. Mhm. Weil sie halt in der Luft hängt. Ja, dann springe ich halt. Oder da ist er. Ich gehe mal airborne. Up and away. So. Charge! War die nicht irgendwo? Achso, ja. Ich glaube, irgendwo im Lied da. Submit. Perfekt zum Wurf. Limited Success. Let me see. Ich muss mich erstmal wieder erinnern, das ist schon ein bisschen her. Ja, ich sehe auch gerade hier und denke mir, ging das nochmal alles? Ja, es ist echt schon eine Weile her. Oh Gott, wie war das nochmal? Ich hatte es mir heute Mittag noch durchgelesen und dann ist alles wieder rausgefallen. There we go. Gott. Erstmal wieder erinnern. Er trifft jedenfalls. Genau, und für jeden Erfolg, den Extras, kannst du zum Beispiel einen extra Schaden machen oder Gegner entwaffnen oder einen Mindpoint regenerieren. Genau, und es geht gegen. Und es geht ja gegen die Damage Reduction sozusagen, was für einen Schaden du machst. Genau, also seine Waffe hat einen Schaden fix und Damage Reduction reduziert das dann. Ja, genau, ich habe einen Schaden von 2. Auch einen Schaden. Mhm. Beides größer. Du haust halt drauf ein, du machst so eine. Also du haust ja wahrscheinlich mit deinem Hydraulikarm zu, gehe ich mal schwer von aus. Ja, du haust da rein und du hinterlässt eine Delle. Aber du merkst auch so richtig, das ist ganz schön krasser Außenpanzer. Also das Ding, das ist halt dazu gemacht, dass es halt mal mal von einem kleineren Asteroidenstück gerammt zu werden aushalten muss. Mhm. Und dementsprechend ist das Ding gebaut. Das hat eine ganz schön dicke Hülle. Weil du ja auch unser Techie bist, magst du mir einmal einen, oh Gott, one second. Technology, ja. Damage! Limited Success. Beautiful. Du hast die schon mal gesehen, also die sind relativ weit verbreitet im Marab-Gürtel, aber auch halt überall anders. Ne? Also, ja. Das ist halt Arbeitsgerät. Du weißt, dass, ja, wie gesagt, die sind dafür gemacht, dass die extrem viel aushalten. Lass mich mal kurz in meine Notizen gucken. Da, was du sehen kannst mit dem Limited Success, als die so, ne, so als du so eine hochspringst und auf die eindrischt, ist, dass der
wie sagt man das, das, also, du hattest ja den Arm so ausgehebelt, ne? Und als du da dran vorbeiguckst, siehst du was, was da eigentlich nicht sein sollte. Du siehst so eine, Kinder, mach die Augen zu. Ja, sowas wie so eine, wow. Sieht ein bisschen aus, als hätte da jemand eine, in das Gehäuse drin, eine ziemlich, so eine kleine Box angeschweißt. Okay. Von innen. Aber was es ist, kannst du nicht sehen. Mit einem Millimeter. Ein Dongle! Aber es sieht aus, als ob es nicht dazu gehört. Die ist so ungefähr ein bisschen kleiner als ein Schuhkarton. Und das hat jemand in die Innenhülle so reingeschweißt. Von innen. So sieht das aus. Oder so dran befestigt von innen. Das ist, was du siehst. Varric, du sitzt in der Bar. Mhm. du siehst, dass das extrem viel Unruhe in die Leute gekommen ist. Ne? Und weil man hört ja draußen Schreie und Schüsse. Und, ja. Ne? Und panisches Fliehen. Weil die meisten der Händler sind inzwischen so... Gerade die nah an der Treppe sind so, okay. Ich habe mich jetzt auf einen Stuhl gesetzt, der einen Blick nach draußen hat. Wow. Danke für deine Hilfe. Solange nicht, was wir ohne dich machen sollen. Solange niemand nach mir ruft, brauche ich auch nicht aufkreuzen. Ich wäre eh nur im Weg. Ja. Und du sitzt trinke einen weiteren Schluck von meinem Whisky. Du sitzt da umgeben von Chaos. Viele von den Leuten, die auch einfach nur einen Drink genossen haben, aber genauso die Prospektoren sind teilweise aufgestanden und, ne, und gucken relativ alarmiert und ein oder und es ist so ein bisschen so, weil die etwas mutigeren haben angefangen zur Tür zu gehen und du siehst halt, wie wir sehen. Um die Theke rumkommt und du siehst, dass sie die Hand so an der Hüfte hat, an einem Holster und halt so langsam Richtung, ne, so vorsichtig Richtung Tür läuft und halt, ne, so nach links und rechts so sagt, ruhig bleiben. Schon Blut weg zu sehen? Von der Tür! Was hast du? Schon Blut zu sehen? Sie läuft gerade an dir vorbei. Weiß ich noch nicht. Okay, dann bin ich noch nicht gefragt. Weg von der Tür! Und sie schiebt so, ne, so ein paar von den Leuten an die Seite. So dieses, oh, das so Schaulustige. Ja, ganz schlimm, ne? Die schlimmsten, würde ich sagen. Na, zumindest stehe ich nicht im Weg, okay? Das wird dann auf deinem Grabstein stehen. Ich stand im Weg. Zumindest stand er nicht im Weg. Die Taverne ist halt, ne, so in diesem sanften, ne, so warmen Licht. Ja. Wenn nicht draußen das Geschrei wäre, wäre es wahrscheinlich sogar relativ nice, so gerade wie kurz vorher. Es ist eigentlich ganz schön. Du darfst mir aber mal, weil du da ja so sitzt und, ne, so, und dir so ein bisschen das Treiben anguckst und was da so passiert, ne, weil du, gerade hat ja noch niemand nach dem Arzt geschrien. Darfst du mir einmal einen Observation? Man durfte nicht würfeln, wenn man da nichts drin hat, ne? Das war ja, oder war das nur bei den Special? Bei den Special. Bei genau, Observation geht's. Ja, dann würfeln wir mal einmal Observation. Ich muss erst wieder reinkommen, it's been a while. Alles gut. Und ich habe. Nice. Und ich habe zu viele und auch zu viele Systeme in meinem Schädel. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Mystery Delivery. Ich weiß nicht, von wem sie ist. Und I'm confused. Hat mir Mutant Year Zero geschenkt. Oh. Aber ich habe es nicht gekauft, aber es ist hier angekommen und da steht nichts bei. I'm confused. Fine. I take free stuff. I would like to say thanks, whoever gave it to me, but no. Mit einem Limited Success. Aber deswegen bin ich gerade ein bisschen zu viele Systeme auf einmal. Ich habe das Grundregelwerk hier auch irgendwo rumliegen. Du guckst dich um, so ein bisschen, ne, und schaust auch so ein bisschen, wie die Leute reagieren. Das Erste, was dir auffällt, du sitzt ja neben, weil der am nächsten bei dir dran sitzt, du sitzt ja neben Bashir, der so ein bisschen unruhig in seinem Sitz so immer tiefer rutscht.
Und du siehst, dass er so ein bisschen so diese so eine Position auf dem Stuhl eingenommen hat, die so dieses hat, ich sitze noch, aber wenn das hier gleich hochgeht, bin ich weg. So diese, weißt du, so angespannt, ne, so ready, praktisch sich vom Stuhl wegzustoßen, um dann möglichst schnell entweder in Deckung zu gehen oder wegzuhaschen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Die Crew, die kümmert sich schon drum. Die haben sich. Excusez-moi. Das hat so die Energy von dem alten Opa, der so auf der Terrasse sitzt und so, Junge, mach das schon. Ja. Das geht schon. Solange der Doc nicht bewaffnet ist. Wird er den Teufel tun, seine wertvollen Hände aufs Spiel zu setzen. Das ist fair. Du. Dafür gibt es ja unsere wertvollen Hände, ne? Hey, meine wertvollen Hände machen eure wertvollen Hände wieder ganz. Noch wertvoller. Noch wertvoller. Und du hörst neben dir nur ein gemurmeltes. Du legst ganz schön viel Vertrauen in die. Und. Mhm. Das ist irgendwen es. Genau, das ist der einzige Grund. Wow, er sagt, irgendwen das muss es ja. In wen? ja, und er murmelt dann kurz, schon lange mit der Crew unterwegs. Und die Antwort darauf kannst du dir überlegen, während ich zu Keelan switche. Okay. Keelan! Ja, das Ding ist ja jetzt relativ nah, also gehe ich davon aus, dass ich wahrscheinlich jetzt keine Abzüge mehr kriege, wenn ich drauf schieße. Ja, definitiv. Das heißt, ich versuche also nochmal zu zielen. Und zwar, ich hatte ja letztens schon irgendwie versucht, irgendwie sowas wie. Es muss ja irgendeinen Sensor haben oder Kamera für eine Zielerfassung. Da hatte ich ja drauf versucht zu schießen, aber ich hatte irgendwie zu wenig Schaden gemacht, um da irgendwas anzurichten. Das heißt, das probieren wir nochmal. Mhm. Ja, die ist 4 Meter von dir weg. Also relativ. Glaube ich, die kürzeste Entfernung. Also da werde ich keine Abzüge dann kriegen. Mhm. Genau, zielen gab nochmal +2. Zum Treffen. Mhm. Und ich krieg noch trotzdem -1 wegen immer noch meine Crushed Fingers. Wegen meiner kritischen Wunde. Also +-0. Ich weiß nicht, ob wir höher sind als die, weil dann kriege ich auch nochmal einen Bonus. Die fliegt gerade noch hoch. Das heißt, ich würde sagen, noch bist du höher. Aber nächste Runde wird die, wird die auf eurer Höhe sein. Ist das ein Large Target, sehe ich gerade? Weil da würde man nämlich auch noch +2 kriegen zum Treffen. Ja, die ist ein Large Target. Haha, gut, dass ich das so gerade offen habe, alles hier. Also, das gleicht sich aus, dann sind +2 für Large Target und was für höhere Positionen. Gott, wo ist die andere Tabelle? Wo war das? Gab das +1 oder +2, wenn man höher war? Ich bin's gerade nicht, ich mach mal nur +1, weil ich nicht weiß, ob +1 oder +2 war. Also effektiv dann +3. Gut, dann gucken wir doch mal so. Oh Gott, wo drücke ich drauf? Ich drücke direkt auf Range Combat auf den Würfel, ne? Müsste ja. Genau, und dann fragt er nach Modifier 3. Okay, ja, ich knie mich so hin, ziele auf irgendwas, was aussieht wie ein Kameraauge, Glasscheibe, wo ein Sensor hinter ist, irgendwas, um das Ding quasi zu blenden und halte kurz den Atem an. Ignoriere den Schmerz in meinen Händen und drücke ab. Dann schieße ich. Oh, es war so schön beschrieben und alles. Ding, ding, ding. Guck mal, wie viel Würfel auch und trotzdem. Ja, gut, okay. Verdammt. Ich weiß gar nicht mehr, konnte man auch zu den Ikonen beten für Angriff? Ja. Ich glaub nicht, ne? Doch? Ja. Du kannst immer zu den Ikonen beten für einen Reroll. Dafür kriege ich zwar einen Finsternispunkt. Dann gönn mir die Finsternis, the darkness. Das ist okay, Lucifer, ist okay. Keine Ikonen ist darum, Leben zu retten. Also, dann, das ist einer, dann macht die Waffe 3 Schaden. Was bedeutet das Crit 4? Du musst 4 Schaden machen, damit es crittet. Ah, okay, ja, gut, das also 4 den Schaden muss durchkommen. Ja, ja. Dann okay. Ist das 3. Du hörst ein bisschen, ne, so du zielst auf so eine große dunkle Platte, wo du glaubst, ne, so was wahrscheinlich sowas Plexi-mäßiges ist. Ne, so, also so eine, so, es ist nicht Glas, aber sowas ähnliches, aber halt so verdunkelt. Und du glaubst, dass dahinter wahrscheinlich ein Sensor ist, der entweder, ne,
der wahrscheinlich in Normalfällen, weißt du, wahrnimmt, wo die Wand anfängt. Mhm. Weißt du, so ein tiefen Messer. Und du schießt drauf und du siehst, dass da ein großer Riss drin ist, aber deine Kugel ist in einem unschönen Winkel so dran lang geschraubt. Möchtest du... Ah nee, das Beten für die Ikonen war dann wahrscheinlich die Dingsaktion. Nee, das Zielen ist die, wo ich mich nicht bewegen darf, deswegen, weil ich gezielt habe. Genau. Dann Darren, Captain, mein Captain. Captain Tahan. Ja, der Captain würde gerne... Also die fliegt in Richtung... Also an uns vorbei praktisch, ne? Ja, ja, okay. Ja. Die hovert so hoch, weil hier stehen ein paar Nomaden, die... gerade, ne, so die sich, als die gesehen haben, dass das Ding reingekommen ist, so gegen die Wand gedrückt haben und jetzt, als sie wahrscheinlich auch realisieren, dass die kommen, wahrscheinlich im Begriff sind, entweder in die Bar oder weiter nach hinten zu fliehen. Aber hier, es gibt halt außer der Bar nicht wirklich viel, wo die hier oben hin können, wenn die sich nicht hier hinten von der Galerie stürzen wollen. Okay. Wenn ich mich recht entsinne, die wurde ja schon ganz schön getroffen und vielleicht ist da auch ein bisschen was freigelegt, wo man in die Richtung schießen könnte. Ich würde also eine Aktion benutzen, um zu zielen, vielleicht, dass ich da so nicht so die Panzerung erwische, sondern vielleicht etwas von der inneren Mechanik oder Elektronik oder dergleichen. +2 Brand bringt das, ne? Ja, ich meine schon, ja. MG +2, genau. Dafür kannst du aber halt dann nicht laufen, weil das die Aktion verbraucht. Brauche ich ja nicht. Genau, du hast auch noch den Höhenunterschied oben drauf. Ja, den habe ich nicht mehr gefunden. Es kann sein, dass das nur in dem alten Combat war und nicht in dem neuen. Nee, dann müsste hier auch drauf. Ich meine also, nämlich, da war irgendwas mit wenn du... Ich guck mal eben kurz... Ich habe nur gefunden mit Reichweite, Größe des Gegners, also wenn du natürlich ein Riesenziel hast, hast du dann natürlich besser. So, Aiming gibt +2, Large Target gibt +2, so kleines oder liegendes Ziel gibt -, Dunkelheit gibt -. Ja. Ich meine aber, da war auch was mit Schwimmen. Vielleicht. Ja, wie gesagt, ich meine mich auch daran zu erinnern, aber. Ich soll wieder den. Also, ja, wir machen einfach erstmal. Wir machen einfach +1 erstmal, bis ich es gefunden habe. Okay. Aber stimmt, dass ich nicht der Einzige bin, der sich daran erinnert hat. Kann sein, dass das im Grundregelwerk steht, dass sie es rausgenommen haben. Ja. Kann ja auch sein, dass Löffel einfach beim letzten Mal gesagt hat: Na klar, habt ihr eure Position, gibt +1. Nee, ich weiß, dass es da ist. Ich weiß nur gerade nicht, wo es ist. Aber würfel ruhig. Der sieht gut aus. That's what we like to see. Oh, 3, Junge. Ja, Junge. Vor allem bei so vielen Würfeln hätte ich fast noch mehr erwartet. Oh, shit. Wow. Ja. Greedy indeed. Deswegen nennt man ihn auch Gritzian. Na dann. Das heißt, du hast wie viele? 2, ne? Ja. Also du, 3 Erfolge. Einen brauche ich zum. Ach nee. Hitten überhaupt? Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ja, einen brauchst du zum Treffen. Für extra Successes, die du hast. Choose one of the following bonus effects. Und wenn ich meinen Crit-Wert erreiche, kriege ich automatisch nochmal einen extra Crit. Wenn du den Schaden machst. Wenn ich den Schaden mache. Früher war es der Wert. Genau. Is equal to or higher than the crit threshold of your weapon, you also inflict a critical injury on the target. Also dann gucken wir mal, wie folgt. Also ich will alles in Schaden umwandeln. Ja, dann machst du 2 extra Schaden, weil du quasi... Dann mache ich 2 extra Schaden. Dann mache ich nämlich 4 Schaden und einen Panzer durchdringen, panzerbrechend. Also eine Panzerung ignorierend. Voll gut. Und wenn ich dann immer noch 3 Schaden mache, würde ich auch einen Crit machen. Also sprich, wenn das Ding vorher 2 Panzerungen oder weniger hatte. Weil dann reduzierst du es auf eine Panzerung wegen dem Panzerungsdurchschlag. Machst also immer noch 3 statt 4 Schaden. Genau, wenn es noch mehr Panzerungen hatte, dann nicht. Wenn es mehr als 2 Panzerungen hat, dann ist doof. Aber wenn es 2 Panzerungen hatte, dann dürfte ich trotzdem noch einen Crit hinkriegen. Kriege ich eigentlich Emilie auch die +2 wegen Large Target? Entschuldigung. Okay. Ja. Yes, because it's a big lad. It's hard not to hit. Es ist schwer zu verfehlen. Es ist wie so ein Smart.
Okay. Das ist dann im Nahkampf echt schwer zu verfehlen, ja. Ich wollte gerade sagen, das habe ich mir jetzt auch. Es ist wahrscheinlich auch nicht sehr agil, dass es aktiv ausweicht und so und hin und her flitscht, ne? Nee, es ist es ist so agil wie ein parkender Smart. Oder ein langsam rollender Smart. Ja, es ist ein bisschen, kleiner als ein Smart, aber halt so, ich wollte den Joke machen, weil ich es ist funny. Ich find's super. Ja, Hans hat aber auch schon 3 Bier auf, also. Okay. Ich muss mal eben kurz mir in meine Notizen reinschauen. There we go. Was... ist notiert. Was ich mir total gut vorstellen könnte, weil das, glaube ich, sehr viel Sinn macht, ist, du siehst wahrscheinlich, als Keelan schießt, wo das Glas so splittert und nutzt das wahrscheinlich sozusagen als so eine Möglichkeit, ne, da durchzubrechen und endlich in das Ding reinzuschießen. Ja, das war also, ja auch, deswegen habe ich ja gezielt. Das war ja Plan. Ja. Very, very good. Du, du machst eine Critical Injury, right? Das war's ja auch noch. Ja, also, darf ich dann würfeln auf den? Du darfst, mir einmal einen 6, also den D66 würfeln. Also mit der Doppel 6. Der müsste auch auf eurem Character Sheet drauf sein, I think. Oh, dann kann ich den mal gucken. Müsste der? Der müsste eigentlich da irgendwo rumfliegen. Ansonsten würfelst du einfach 2D6. Ich weiß, dass der eigentlich existiert, aber es kann sein, dass der bei Dings nicht drin ist. Einfach 2W6 würfeln. Ja, ich finde ihn jetzt nicht. R/2D6, so. Genau, weil das Minimum 21. Oh. Jetzt, okay, das ist ja ein Kackwurf. Das passt aber tatsächlich ziemlich gut. Also nicht die Beschreibung von der Injury, aber was die macht. Du nimmst dem Ding seinen Sensor und damit, und weil es nur noch, ne, so weil es nur noch mit beschädigtem Sensor rumfliegt, ist halt Bewegung generell eine, ich würde das glaube ich sogar noch ein bisschen extremer machen, als es das hier beschreibt, weil es sagt halt, Running becomes a slow action. Ich würde sagen, generelles Bewegen ist für das Ding jetzt eine Slow Action. Oh. Weil es mit beschädigtem Sensor fliegt. Das hilft uns aber tatsächlich ja. In dem Moment sehr. Ja, weil es halt sehr viel länger braucht, um zu manövrieren. Also es kann praktisch nur noch angreifen oder sich bewegen, weil es nicht mehr beides gleichzeitig kann in einer Runde. Ja, okay, das mag mir verdammt vielleicht doch gefallen. Ja. Guckst du. Und das... Das war's dann von mir, mehr kann ich nicht machen. Yes. Marek. Marek jauchzt triumphierend, als unser Captain trifft, versucht sich dann aber wieder einzukriegen und beginnt mit seiner Pistole zu zielen und hoffentlich den Antrieb beschädigen zu können oder irgendetwas Empfindliches. Drohne es halt. Es gibt halt so, es ist halt eine Drohne, also es gibt halt eben, die sind zwar gecovert, also mit so Shielding, aber es gibt halt so diese, ne, diese Areas, wo halt die die für das Hovern notwendig sind. Ne, weil draußen im Space benutzt das Ding halt keine Luft, aber ne, solange es halt sich, ne, so ist, es schwebt halt ähnlich wie eine Drohne schweben würde. Und mit ernstem Blick ziehe ich mit der Beschleunigerpistole und während ich so ernst und cool dastehe, zwängt sich langsam die Zungenspitze nach draußen, weil sich gerade derartig konzentriert. Und ich benutze meine schnelle Aktion zum Zielen und die langsame zum Schießen. 2, 3. Hier, komm mal. Oh, nee, ich habe den Modifikator noch nicht drin. Ah, das sind aber schon mal 2 Successes. Dann würfel ich jetzt einfach die D6 nochmal nach. Ja, würfel nach. Für großes Target und Höhe. Das sind 3. Naja, falls du zielst, Zielen ist auch noch nicht drin und der Bonus der Waffe ist auch noch nicht drin, ist einfach nur... Jesus Christ. Ist überhaupt irgendwas drin, sag mal. Nee. Wow.
Leider nein, aber zwei Successes. Das heißt, du machst auf jeden Fall Schaden und du machst, kannst dir für den einen extra was aussuchen. Ob du extra Schaden machst oder was anderes. Extra Schaden ist halt immer gut, ne? Ja, ich mach den extra Schaden, hab auch AP 1 und brauch nur 2 Damage, um einen Crit-Success zu haben. Nee, 3, Entschuldigung, 3, ich bin verrutscht. 2 Schaden, AP minus 1. Genau, dann mach ich 3 Schaden, AP minus 1. Aber wenn du 3 Schaden machst, krittest du doch, korrekt? Wenn das Ding nur Panzerung 1 oder weniger hat. In dem Fall ja Panzerung. Wenn es Panzerung 2 hat, wird es zu 1, würde also 1 seinen Schaden abziehen, dann würde er nur noch 2 Schaden machen. Ja, okay. Kommt halt drauf an, was es für Panzerung hat. Ja, nein, dann krittet es definitiv nicht. Das ist aber okay. Schade. Okay. Aber du hittest, so deine Kugel bohrt sich so in die Hülle. Und du siehst, wie die so, weißt du, so wie die Inde so sich da reingräbt und sich noch so weiter dreht und dann da stecken bleibt. Ziemlich tief, aber nicht komplett reindringt. Ari ist dran. Ich wollte gerade sagen. Warte. Aha, ja. Ich habe die erhöhte Position vergessen. Wie viel Schaden machst du dann? Ein mehr, ja. Also 4 und AP 1, oder? Ja. Okay. Ja. 4 und AP 1. Dann? Und dann 3 durch. Mir doch mal. Dann kommen nice. Dann durch. Dann würfel mir doch mal bitte auf die Crit-Tabelle. 51. Das ist eine schöne Zahl. Busted Kidney. Ich liebe diese, ich liebe diese Liste. Deeply. Run becomes a slow action. Das hatten wir schon. Minus 2 Dexterity. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Wir das zerlegen passt es langsam. Ganz langsam. Ich wollte gerade sagen, das Motor passt aber sehr sowas. Gut. Ja, oder in einen der von diesen Hoverdüsen. Ja. Das passt total gut. Dass ihr die halt langsam immobilisiert. Also die verliert jetzt die Hälfte ihrer Geschwindigkeit, wenn die fliegt. Die kann nicht mehr schnell fliegen. Die muss praktisch, die kann nur noch fliegen oder angreifen. Und die fliegt nur noch bei halber Geschwindigkeit. Ihr habt das Ding praktisch fast unimmobilisiert an diesem Punkt. Nein. Ja! Ha! Dann ist Ari dran, der sagt nur. Da habe ich ganz kurz. Dreh mich um, nicke meinem Steuermann zu und sage: Sehr gut. Und Hans sitzt da drauf quasi und hat da reingehämmert? Nee, der steht da drunter und springt. Schade. Achso, ich dachte, wenn du da drauf sitzt, wirst du jetzt geil, weil das ist wie so ein Rodeo und wir versuchen so dem Ritt quasi so die Beine zusammenzubinden und du so, yeah! doch ein Space Western secretly. Ja, Browncoats, ne? Schwerst, okay. Ari ist dran. Ari war ja bis zur Galerie rüber, also bis zur Treppe von der Galerie runter rüber gerannt und hat eine direkte Schussbahn. Und ich muss mir mal eben kurz die ganzen Boni auch. Der würde auch zielen, das heißt plus 2, plus Höhe, plus Größe sind 5 Bonus-Dice. Jesus fucking Christ. Richtig. Plus Waffe. Gucken wir mal. Machen wir es denn? Ranged Combat. Limited Success. Nur einer leider. Wie schön war ich denn? Schade. Ihr seht halt, ne, so wie Ari dann so sagt: Noch ist es nicht unten! Und. ne, so weil er die Jubelschreie hört. Yeah. Und dann einen Schuss abgibt und ein ganz kleines Stück Panzerung abschräbt. Mit seiner Thermalpistole. Aber viel mehr passiert nicht. Und dann ist die Drohne dran. Die ist wirklich jetzt so. Man sieht so, die hat ja so 4 so von diesen Antrieben. Einen davon hat Marek halt außer Betrieb gesetzt. Das heißt, die hinkt hinten so. Und man sieht so, wie die so ein bisschen so lopsided. So, die hat so ein bisschen Kippung jetzt.
Kann ihm fast schon leid tun, die Arme. Und die fliegt so ein bisschen stotternd hoch und kommt damit auf eure Höhe. Ach ey. Und da sie jetzt nicht mehr so schnell ist, fliegt sie nur bis nach hier. Und das ist, glaube ich, relativ funny, weil sie ist jetzt auf der Höhe der Galerie und nicht mehr auf der Höhe der Treppe. Und sie klonkt so, weil sie halt, ne, den, weil der Sensor ja beschädigt ist, klonkt sie so ein bisschen gegen das Railing und bleibt da kurz so hängen und schrappt da so dran lang. Und viel mehr kann sie nicht machen, weil ihr habt sie ziemlich langgelegt. Das Einzige, was ihr seht, ist wie dieser Thermalcutter. Das sieht ja aus, wirklich wie so ein brennendes, fast wie so, wie so eine glühende Klinge. Ne? Thermalcutting halt, ne? Die so langsam so richtig so, ne, so, die so wieder hochfährt. Aber dadurch, dass halt hängen geblieben ist, kommt da die Nomaden nicht dran, die sich hier so gegen die Wand gepresst haben und jetzt panisch in die Bar fliehen. Nur mit so einem, ne, so, und ihr hört nur, wie die zu den Ikonen beten und panisch durch die Tür fliehen. Und dann ist Hans dran, weil viel mehr kann die nicht mehr machen. Weniger beten, mehr laufen. Weniger beten, mehr löten. Was? Ja, und gleich läuft es so, ich gebe 10 Finsternispunkte aus und als das Ding tötet, explodiert es. Tötet alle. ja, Hans macht einen Schritt dran, dreht sich zu seinen Leuten so halb um. Hier ist so ein schwarzes Kästchen, das können eine Fernsteuerung sein. Aber weiß ich schon. Und versuche dann das schwarze Kästchen zu hauen. Was weiß ein Dongel. Was weiß ich schon. Dafür werde ich nicht bezahlt. Warst du nicht Mechaniker? Ja. Eigentlich bin ich genau dafür ein bezahlt. Ein technisches Gerät, aber mit sowas kenne ich mich nicht aus. Ohlalalalalala. Nice. Oh. Jetzt ist aber hier... Grillig. Hat heute seinen Spinat gegessen. Popeye-Time. Ja, ich weiß nicht, ob du mir eine Schwelles gegeben hast, das hätte ich vielleicht vorher fragen sollen, aber... Wahrscheinlich sogar noch erleichtert, weil das Ding weniger rumwackelt gerade, sondern eher nur so... Na, aber wenn es so hoch ist, meint er, glaube ich. Ach so. Naja, der Vorteil ist ja, dass es gerade über der Treppe hovert, das heißt... Okay. Es ist relativ easy, auf die Höhe zu kommen. Also du kannst praktisch unter dem Ding herlaufen, weil es gerade auf Höhe der Galerie über der Treppe hovert. Also da ist genug Platz, um unter dem so sich herzuducken und dem dann einen Schlag zu verpassen. Weil die Galerie ist so, ja, so vielleicht so 3 Meter hoch oder so, 3,5-4 Meter. Dann und ja. Oh, ich sehe gerade, ich habe einen Bonus vergessen. Moment. Nein. 6, komm! Ein Gaius-Bonus. Jetzt noch eine 6. Eins, gib ihm, go! Bonus. Nicht. Sie bitte? Für sie. Hier Slash ab. So, Slash. Hier die 6. Nö. Ja. Wie viel Schaden machst du denn? 4. Dann. Beschreib doch mal. Ja. Wie du es langlässt. Ja, also Hans kommt von hinten und von unten so ran und dann macht er so einen Uppercut quasi mit seinem Hydraulikhandschuh und reißt dem Ding quasi den Thermalcutter so vom Kopf runter. Hat er jetzt so halb in der Hand und mit der anderen freien Hand fasst er so am Körper und schiebt ihn dann quasi so in eine andere Richtung und über seinen Kopf so die Treppe runter. Und jetzt klettert er dann auf den Boden und raucht. Ja. Ja. Ihr seht, wie dieses, das ist ja so ein riesiger Oschi, ne? Ihr seht halt wirklich, wie die, als Hans es beendet, praktisch, es funktionsuntüchtig macht, es halt so auf die Treppe ramscht und dann bei dem Schub so die Treppe runterrutscht bis zum Fuß der Treppe. Dann holt sich Hans seine Zigarette raus und zündet die am noch glühenden Thermalkutter an. Yes! Oh yeah! Woo! Hell yeah! That's what we love here. Und oben so ein krass. Ich liebe Hans. Hans ist einfach nur so, ich arbeite hier nur. Und dann zwischendurch aber so, und dann zwischendurch so Action-Movie-Bullshit, wo man sich nur so denkt, who are you? Wer bist du? Ist der Last Action-Mechaniker.
Er lebt im Die Hard-Traum. Ja. Ja, kann sagen, ja. Hans, desto länger wir spielen, Hans kriegt so harte Die Hard-Energy. Desto länger wir spielen, das zerrissene und blutige Unterhemd gehört zur Uniform. Nee, es ist einfach ein Blut, es ist faul. Stimmt, denn Hans hat keine Zeit zum Bluten. Das gibt's nur so. Es ist Huckleberry. Ja, ich erkenne ein Muster. Was? Okay. Ich blende das mal wieder aus. Die Drohne, wie gesagt, rutscht so. Ich glaube, ich switch mal die Musik. Ich glaube, ich switch mal. Ich glaube, das passt ganz gut. Ihr seht halt wirklich, wie, ne, so wie Hans das Ding halt. Ne, so außer Gefecht setzt, das rutscht so mit so einem lauten metallischen Knirschen die Treppe runter. Ne, ihr seht so ein bisschen Funken sprühen. Hans zündet sich die Zigarette mit dem noch glühenden Thermalcutter an. Jesus Christ. Und dann kommt es am Fuß der Treppe zum Liegen. Ihr seht so ein bisschen Rauch aufsteigen und den maledierten, ja, Überreste. Also es ist ja nicht komplett zerstört, aber es ist ganz schön krass malediert von außen. Seht ihr da diese Drohne liegen, die, ja, wie gesagt, wirklich so die Größe hat so von, ja, so vielleicht ein halbes Auto. Das ist vielleicht eine bessere Beschreibung. Also ein Smart. Sich so die, ja, ein halbes Auto ist ein Smart. Das ist fair. Sagen wir Smart-Größe für die Comedy. Und die, wie gesagt, die liegt da und raucht. Die sieht aus, ja, als wäre sie lange in Gebrauch gewesen, hat Abnutzungsspuren, nicht nur vom Kampf, sondern auch schon von vorher. Nicht so filigran wie Dinge, die man halt in der großen Stadt sehen würde. Das ist gemacht für Funktion. Jetzt allerdings nicht mehr. Ihr steht oben auf der Galerie und habt einen kurzen Moment durchzuatmen. Und es dauert einen kurzen Moment, bis die Realisation, dass die Drohne kein Chaos mehr veranstaltet, auch langsam in die Händler übergeht und es diesen kurzen Moment von Stille gibt. Wo ihr durchatmen könnt. Ich würde mein Kommunikationsgerät anwerfen und Vaughn anfunken. Doktor? Ja. Sie kennen sich doch auch mit technischen Geräten und so. Naja. Wenn man dir Menschen ranbasteln kann, ein wenig, ja? Nicht auch ein wenig so Sachen wie Hacking oder sowas. Aber grundlegend, ja, ich kann es mir mal anschauen. Ich würde die Drohne. Herr Tiegelmann meinte das, irgendeine Art Kasten. Ein Kasten. Lassen Sie mich mal schauen. Ich würde aufstehen mit dem Glas in der Hand noch und raustreten. Wir unterhalten uns gleich weiter wie hieß er noch gleich? Bashir. Bashir sagen. Bashir. Und mit dem Glas in der Hand rausgehen. Und, das sieht ja heikel aus. Naja. Nett. Zu dem Wrack gehen. Welches Teil meinten Sie? Diesen Kasten da? Ich nicke einfach, weil ich habe keine Ahnung, welchen Kasten Bashir, Siegelmann gemeint hat. Schluck, stell mein Glas auf dem Frack ab und öffne diesen Kasten da. Ich wäre auch schnell mit runtergerannt und hätte auch mich neben die Drohne gestellt und einmal gegen die Drohne getreten. Bis die 30. Vasem ist zusammen mit einigen der Leuten in der Bar zusammen mit rausgekommen, weil die natürlich gucken wollen, was passiert ist jetzt, wo die Ruhe eingekehrt ist. Vasem war ja sowieso auf dem Weg nach draußen. Mhm. Die steht oben auf der Galerie und mustert das Ganze, ne, mit so, nur so die Augen so schmal und ihr seht, dass sie zwar auch auf die Drohne runterguckt, aber auch so einen Blick auf die gesamte Station hält. Also so ein bisschen wie so ein Aussichtsposten und dann anfängt, Befehle zu rufen, da ja viele von den Arbeitern hier für sie arbeiten.
Und ihr hört, wie sie so ein bisschen Befehle hin und her ruft. Ne, so, und ihr seht ja, dass ein Stand auch noch brennt, weil ja der Thermalcutter so durch die Planen und durch die, das Metall geschnitten hat. Und ihr hört dann nur so ein, löscht den Stand, findet den Besitzer. Ne, so, und dann checkt für Verletzte. Und würde ne, so anfangen, ihre Leute anzuheizen und dafür zu sorgen, dass sie sich in Bewegung setzen. Ihr seht, wenn jemand von euch hochguckt, seht ihr, wie ihr so ein anerkennendes Nicken erstmal nur in dem Moment kriegt, sie dann aber halt erstmal in Management-Modus verfällt und ihre Leute händelt. Im selben Moment seht ihr, dass Munira und auch die Nomaden sich nach draußen gedrängt haben, um zu gucken, was passiert ist. Okay, wer möchte sich was angucken? Also ich würde mir halt diesen Kasten angucken, der wohl die Fernsteuerung war und da mal schauen, ob ich irgendwo rausfinden kann, aus welcher Richtung das gesteuert wurde, ob da vielleicht irgendwo noch ein, weiß nicht, ob das so funktioniert mit dem Teil, weiß nicht, wie die Teil, ob das einfach nur nach Radiowellen sind, da wird es schwierig. Du kannst ja einmal für mich je nachdem, wie du daran gehen möchtest, kannst du entweder Data-Gin oder Technology würfeln. Data-Gin ist halt eher die ganze so Tech-Wissen-Hacking-Seite. Und das ist auch dasselbe für Hans, ne? Also du kannst auch gerne nochmal auf Technology würfeln, wenn du dir die angucken möchtest. Und Technology ist halt wirklich mehr so dieses, wie funktioniert das Ding? Ich würde mir die Hacking-Perspektive angucken wollen. Okay. Das würde ich auch. Ja, der Doktor kann das auch. Ich würde auch Data. Ja gut, versuchen zurückzuverfolgen, was da mit dem Ding verbunden ist. Wenn die beiden schon Data ginnen, dann mache ich den Technology-Wurf. Sehr gut. Und ich würde auch noch einwerfen, dass ich oben auf der Plattform stehen bleibe und mir mal einen Überblick so über den Markt und schaue, ob sich irgendjemand verdächtig benimmt. Ja, bevor du das machst, ich wollte noch gerade ganz kurz sagen, für Marek, Ari würde dir helfen, weil der hat auch Data-Gin. Ah. Alle haben sie Data-Gin. Der hat tatsächlich von beiden... Alles Hacker. Der hat halt, es macht halt für ihn mehr Sinn, weil er ist halt kein Techniker-Type. Der muss das halt ein bisschen haben, weil der ja... Ne? Can I have my character sheet, please? Thank you. No. No. Ich würfel einmal, wenn ich Erfolge würfel, dann... Obwohl, ich glaube, helfen bei Coriolis war ja auch einfach dieses, dass man Bonuswürfel kriegt. Ja. Ich glaube, ja. Ja. Kriegt man nur die Bonuswürfel. Genau, dann würfeln nochmal Bonus für mich, Marek, weil Gaius ihr beiden Bonus. Seid ja Buddies. Gaius was? Bonus, ihr beiden seid ja Buddies. Was für ein Bonus? Eins. Bonus. Eins. Also würfel nochmal einen W6 hinterher. Das hat sich richtig gelohnt. Ja. Ja, weil, wie gesagt, mit Ari macht es halt Sinn, dass ich ganz häufig auch Assist-Würfe mache, weil er ist ja mein begleitender NPC-Player-Charakter, solange ich leite. Deswegen werde ich, glaube ich, mich ein bisschen mit Ari darauf fokussieren, dass der ein bisschen den Support macht. Bei Würfen. Okay. Doktor, du hast keine Ahnung, was diese Box ist. Du suchst halt nach Radiofrequenzen und ähnlichem, ne? Oder halt ähnlichem. So. Datenein- und Ausgängen, aber das Ding ist so rudimentär simpel. Das ist halt, wenn ihr so heutzutage so denkt, das wird gesteuert praktisch wie so ein elektronisches Spielzeugauto. Ne? Also es ist zu simpel für mich. Ja, deswegen fällt es mir auf, wie meine Spielekonsole. Ich wollte gerade sagen, das ist tatsächlich eine gute Erklärung. I know this. Es hat halt, also es ist halt dieses, es ist, du bist halt mehr, also du kennst dich besser aus mit halt, wie gesagt, mit Prothesen und ne, mit Buddy-Mods. Ja. Und dieses Ding ist halt komplett auf der anderen Seite von Tech. Du verstehst grundlegend, wie sie funktioniert und wie das Programming funktioniert, also so dir, ne, so, aber du, es ist so dieser Klassiker, wenn es zu simpel ist, um hackbar zu sein. Ja, so ja, genau so, das. Genau. Das ist so dieses Disketten versus online. Ja, 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 genau das. Und ich glaube, daran scheitert es mit dem Doktor. Keine Ahnung. Es ist einfach zu landeig hier. Ach Gott.
Ich gehe mal nach der Reihe. Marek, mit deinen zwei Erfolgen. Das Erste, was du realisierst, ist, das wird Hans dann noch weiter spezifizieren können, aber du realisierst ziemlich schnell, dass diese Box keine Radiobox ist oder so. Aber jemand hat sich definitiv an der Steuereinheit von dem Ding zu schaffen gemacht. Du kannst halt sehen, dass da jemand ja so praktisch einen kleinen Transmitter zwischengeschaltet hat, zwischen die eigentliche Steuerung und ne, so, weil normalerweise hättest du ja so, weißt du, praktisch wie bei einem Computerspiel, deswegen erkennt Marek das wahrscheinlich auch, oder wie bei einer Konsole, hast du halt einen Controller, mit dem du die halt kontrollierst. Ne? Wahrscheinlich, wenn die irgendwie in einer großen Abbaustation arbeiten, ist das wahrscheinlich eher eine große Konsole, also zum Davorstehen und dann Hebel benutzen. Aber du kannst halt auch Handheld wie ein Konsolencontroller halt mitnehmen und die kontrollieren. Das ist wie heutzutage, wenn man Drohnen steuert halt. Ja. Ist genau das Gleiche. Und du siehst halt aber, dass da was zwischengeschaltet worden ist, um eine andere Frequenz zu fahren, als die es eigentlich hat. Sozusagen, um die Frequenz zu stören und es auf eine andere Frequenz auszurichten. Und mit dem zweiten Erfolg erkennst du auch, dass dadurch die Reichweite auch deutlich vergrößert wurde. Das heißt, die Person ist nicht in, ne, weil normalerweise müsstest du direkt daneben stehen. Also das ist, ne, so dieses, also du kannst die halt nicht von der Station aus, das ist eine von denen, wo du daneben stehen musst. Die ist halt wirklich für den aktiven Abbau. Es gibt welche, die kannst du von weiter steuern, aber diese hier ist halt für den Direktgebrauch. Oder den im selben Raum stehen Gebrauch, nennen wir es mal. Und du siehst halt, dass dieser Transmitter dazwischen geschaltet wurde, um die Reichweite zu erhöhen und deswegen wahrscheinlich auch, ne, wenn du dir das Inner Working zusammen mit Ari anguckst, ne, also den Code, siehst du, dass da jemand Code rein eingefügt hat, damit er auf den Transmitter reagiert. Und halt, ne? Damit jemand darauf Zugriff nehmen kann. Hans, ich verfolge hast du zwei. Du guckst dir die Box an. It's a box. It's a box. Die ist halt, wie gesagt, so ungefähr so ein bisschen kleiner als ein Schuhkarton. Ne? Also man kann die so in zwei Händen könnte man die halten. Die ist halt von innen praktisch an die Innenwand geklebt worden. Und du, ne, so, und du siehst aber, ja, man kann von außen, man kann so eine Platte abschrauben. Ne? Also da ist sozusagen die flache lange Seite, die kann man abschrauben. Und du schraubst sie ganz vorsichtig auf, um da reinzugucken. Und nachdem du die aufgemacht hast, dauert es so eine Sekunde, bis dein Gehirn verarbeitet, was du siehst, und dann realisierst eine du. Eine Bombe. Exakt. Ah! Du siehst, dass da eine kleine Ladung Sprengstoff drin ist. Und was der Captain gerade mit seinem Wahrnehmungswurf sehen wird, denjenigen, der die Entzündung drückt. Was hat denn der da in der Hand? Und das ist so dieser Moment, wo so, ne, so dieses, wo man so kurz so anhält, so mitten im Zigarettenzug nehmen, so. Oh shit. Das ist so diese kurze Realisation von, ah, fuck. Und du bist ganz froh, dass keiner von den anderen einfach an dieser Stelle durch die Panzerung geschossen hat. Das hätte nämlich vielleicht richtig schlimm sein können. Ich habe absichtlich immer so schlecht getroffen. Ja. So muss es gewesen sein. War der Plan. So. Hans hat so eine Zange in der Hand. Rot oder blau? Blau. Deswegen eigentlich. Ich gehe mal ein paar Schritte weg, irgendwo hinter der Säule oder sowas. Ari auch so, guckt an, seine Augen werden schmal und nimmt Abstand. Dann ist so, was auch immer das heißt, das sagt er auch so, als er die Treppe langsam hochgeht, um ein bisschen Abstand zu nehmen. Was auch immer das heißt, es gefällt mir nicht. Wie stark schätze ich denn die Bombe ein? Also, wenn das so eine kleine ist, ist das eher so eine Granatenreichweite, also. Relativ egal, oder ist das eher mehr? Das ist schon ein bisschen mehr. Die war wahrscheinlich dazu gedacht, dass wenn, ne, so sozusagen, von dem, was ihr gesehen habt, was die gemacht hat, gehst du mal davon aus,
dass die wahrscheinlich in die Nomaden reinfliegen sollte. Und wenn die versucht hätten, sich zu verteidigen, wäre die wahrscheinlich hochgegangen und hätte die wahrscheinlich mitgenommen. Also die hat schon einen etwas größeren Blast-Radius. Ah, okay. Also die praktisch im, wenn man, wenn wir über Felder reden auf der Map, würde die wahrscheinlich alle umliegenden Felder einmal mitnehmen. Ach so. So, zwei in jede Richtung. Gut, dann muss ich jetzt ja nicht unbedingt riskieren, weil dann gehe ich einfach zwei Schritte zurück. Oder ich sage einfach, Captain, hier ist eine kleine Ladung Sprengstoff. Soll ich versuchen, die zu entschärfen, oder? Erstmal so das Lächeln, dass du dieses gezwungene Lächeln, das er aufsetzt, dass er sich umdreht. Erstmal werden wir alle evakuieren. Na gut. Ari sagt, bitte zurücktreten, groß... hier gibt es nichts zu sehen. Entschuldigung. Wie viel Sprengstoff ist das? Eine Bombe? Eine Bombe? Nein, er würde tatsächlich sagen, wie viel Sprengstoff glaubst du ist es? Und würde so über den... Zwei bis drei Granaten. Du hörst mir wirklich so... Mach die Klappe wieder drauf. Geh zwei Schritte zurück. Ich mach einmal für euch den... damit ihr so eine Vorstellung habt. Das ist gut. Ich stehe richtig. Moment. Nee, ich möchte gerne nicht Snap to Center, sondern No Snapping. So ungefähr. So das war ein gutes Augenmaß. Ich blende es nochmal einmal eben kurz für die Zuschauer ein, damit die auch eine Idee haben. Oh, wieso könnt ihr das nicht sehen? Bin ich auf der falschen Layer? Weird. Wir sehen das. Muss ich das... Ja, es ist weird. Der andere sieht das nicht. Ich mach das hier nochmal eben. One second. Wir machen jetzt hier Doppel-Lingering. Du. So. Da. Jetzt können die Zuschauer es auch sehen. Ungefähr so groß. Ja, und ihr nehmt erstmal alle Abstand. Was eben kommt, dann auch die Galerie lang gelaufen in Richtung Ari und dem Captain. Und sagte, und sieht halt, dass ihr so wegweicht von dem Ding. Und dann sieht sie über die Galerie. Was ist damit? Gebt nicht zu sehen, alle zurücktreten. Noch ein Stückchen am besten, nur für den Fall. Ja, Vasem kommt zu dir rübergelaufen über die Galerie und sagt dann nur, sollte ich Leute evakuieren, was ist mit dem Ding? Das wird unser Technikexperte gleich herausfinden. Jetzt schaue ich nochmal zu Herrn Tiegelmann rüber und nicke ihm zu. Ah, jetzt, okay. Ich geh wieder an die Bombe ran. Lala! Dafür wird er bezahlt. Mach die Klappe wieder auf. Lass dich nicht in zu kleine Stücke sprengen, das wird schwierig zusammenzusetzen. Ja, ja. Was ihr natürlich alles nur über unsere interne Kommunikation sagt. Hans legt so seine halbgeraubte Zigarette so auf das Wrack, sodass sie nicht runterfällt. Oh. Ich lieb seine Prioritäten. Das ist great. Und dann schlägt er mit einem Hammer auf die Granate so fest, wie er kann. Genau. Nee, dann versuche ich das irgendwie zu entschärfen tatsächlich. Also. Okay. Ja, das wäre, ich würde mal behaupten, wieder Technology. Sieht das kompliziert aus? Nee, die ist nicht super kompliziert. Ich würde dir tatsächlich, weil du genau weißt, was es ist, weil du ja zwei Erfolge hattest, und ne, so und die Kabel erkennst und so alles, ne, würde ich dir einen Bonus von plus eins geben auf den Wurf. Hey Ari, was nicht hier runterkommen mir helfen? You know what? Why not? Wenn du fragst, wird das wahrscheinlich machen. Ich kann dir helfen, Hans. Läuft schon. plus eins. Ich kann ja noch zu den Ikonen bieten. Also gut. Nö.
Watch the game, Bullias. Ah. Ein Erfolg. Sehr gut. Ein Erfolg ist gut, ein Erfolg ist gut. Limited Success, du, ja, du guckst dir die Kabel an und du realisierst halt auch ziemlich schnell, ne? Es ist keine komplizierte Bombe. Die war halt wirklich so gerickt, wahrscheinlich hat die, ne, so, wahrscheinlich war das wirklich mehr so ein Last-Ditch-Effort-Ding, so dieses, wenn die Drohne nicht das macht, was sie soll, dann kann man damit nochmal extra Chaos stiften. Mm. So ein bisschen so, die ist nicht super, super, super kompliziert, das ist so eine Pipe-Bomb im Endeffekt. Du nimmst dir einen Moment, guckst dir die Kabel genau an und klippst dann eins durch, dass du glaubst, dass es zur externen Steuerung geht. Und bist dir erstmal ziemlich sicher, dass es nicht mehr fremd explodiert werden kann. Guckst dir dann so die anderen, so die Verkabelung an und wie das da so alles drin ist. Und schneidest noch zwei Kabel durch. Und glaubst, dass du es gesichert hast. Das klingt ja vertrauenserweckend. Das ist das gemein an einem Limited Success. Nobody knows. Mm. Ja, und fürs Erste glaubst du, es ist gesichert, soweit du es sehen kannst. Ich sag sicher, nehme meine Zigarette wieder. Captain, du hörst neben dir, wie Vasim ausatmet. Captain, er ist Erstsiedler. Kann ich eine Zigarette schnippen? Ja, der Captain ist immer noch damit beschäftigt, da zu gucken. Mhm. Dann würfel mir doch mal Observation, please. Also, er bekommt ja schon alles mit so ein bisschen, aber er ist hauptsächlich eigentlich da beim Observieren, was er vielleicht minder gut kann. Oh, warte, kann ich mein Fernglas dafür verwenden? Ist das so eine große Fläche, oder? Also es ist halt wie so eine, wenn du mal in einer großen Lagerhalle warst. Das Fernglas würde wahrscheinlich am ehesten was bringen, wenn du durch das große Tor rausguckst in Richtung Schiffe. Hier drinnen ist es wahrscheinlich eher Quatsch. Okay. Dafür ist die Halle nicht ja, groß. Ja, mehr hätte sein können. Wie gesagt, große, große Lagerhalle. Ja, na dann, wir versuchen es einfach mal. Schade. Ja, du guckst halt ein bisschen über die Händler. Ja, das ist aber auch okay. Du guckst dich ein bisschen um. Was du primär siehst, ist halt, dass ein paar Leute vorsichtig, weißt du, wieder hinter ihren Ständen hervorkommen und sich den Schaden begutachten. Du siehst, einer war ja, ne, weggerannt und gestolpert. Das war ja, wie ihr das gesehen hattet, beziehungsweise wie Hans und Kielan das gesehen hatten. Der hat sich auf der anderen Seite auf die Treppe gesetzt. Und ne, so die fallen so ein paar, weißt du, so Dots, so Attention Points auf, so ein bisschen von Gesichtern, die du erkennst. Und du siehst halt, dass der sich gerade sein Bein verbindet, so sein Knie. Wahrscheinlich ist er ziemlich übel. Ne, also du siehst halt, dass er da, ne, so das desinfiziert und so und sich ein bisschen selber verarztet. Du siehst aber auch, dass gerade auf euch zukommen, siehst du eine Frau, die den Arm von einem Mann über die Schulter geschlungen hat. Die sehen auch beide aus wie Prospektoren, würdest du sagen. Oder auf jeden Fall Arbeiter irgendeiner Form. Die kommen Richtung Treppe und du siehst, dass der Mann eine blutende Kopfwunde hat, also so eine Platzwunde, und sein eines Beins so ein bisschen hinter sich herzieht, und sie, als sie näher an die Treppe rankommt, sagt sie: Ist hier irgendwer Arzt? Das Ding hat ihn in einen der Stände geschleudert. Gegenfrage: Ist er privat versichert? Scherz, natürlich, ich bin Arzt. Lass mich los. Oh Gott. Ich bin Heilpraktiker. Dann mal. Das ist too real. Diesen Joke werden nur wenige hier erkennen. Die Teutonische Weltenrepublik ist real.
Das war jetzt der Deep Lore Cut für die Leute, die manchmal auf Chris' Geburtstag waren. Deep Lore. So. Genau, wie gesagt, und die kommen so Richtung Treppe gehumpelt und sie guckt nur so verwirrt zu dir hoch für so einen Moment. Ja, ja. Und sagt nur so: Ich kann bezahlen. Das ist bitte, gut. Er braucht Hilfe. Ja, natürlich. Cash motiviert, eiskalt. Eiskalt. Ja, wahrscheinlich so eine Art Bodybag, wo ich die Was? Ein Bodybag ist was anderes als ein Bodybag. Das ist schon so weit. Ich habe schon mal ein Bodybag dabei. Stimmt. Ganz schön Intention. Ich leite so einen schwarzen Leichensack aus. So, wo ist der Patient? Eine Tasche. Ich habe eine Tasche. Eine relativ eng anliegende Tasche. Ich meine, eine Bodybag ist eine eng anliegende Tasche. So ein bisschen größer. Oh, man nicht widersprechen. Ah, schön. Das war schön. Sorry. Oh Gott. Das ist ein sehr langsamer Arzt. Heute ist ein Verschnitt. Heute ist ein bisschen so. Genau. Ja, zumindest habe ich dann die wichtigsten Erste-Hilfe-Materialien drin. Ohne dass ich erst zum Raumschiff zurückrennen muss, um irgendwas zu holen. Würde dann halt runterrennen und dahin, wo die Person war, die da gerufen hat. Ja, die sind ziemlich nah bei der Treppe, also die sind irgendwo hier. Easy, cool. Ja, die, wie gesagt, die sind von, obwohl die kommen wahrscheinlich sogar eher von hier so aus dieser Richtung. Also irgendwo von hier so aus der Richtung ist die dann nach hier hingekommen. Das heißt, die steht hier. Das macht mehr Sinn. Ja, bring mich hin. Das ist, ich kann es mir anschauen. Ja, sie setzt ihn ganz vorsichtig halt auf den Boden ab. Und schon als du kommst, siehst du, dass er ziemlich benommen ist. Mhm. Du siehst, also so schon auf den ersten Blick, dafür musst du nicht mehr würfeln. Der steht wahrscheinlich unter Schock. Ah ja. Blut irgendwo zu sehen? Ja, der hat eine blutende Kopfwunde, also eine Platzwunde so auf den ersten Blick. Und du kannst sehen, dass sein Bein dass irgendwas mit seinem Bein nicht stimmt, also dass das irgendwie komisch liegt. Du weißt nicht, ob es gebrochen ist, aber es kann sein, dass irgendwas halt ausgerenkt ist oder so. Es liegt auf jeden Fall ein bisschen seltsam, so der Winkel. Ist da irgendwas, siehst, wo man die Wände drauflegen kann? Und du könntest ihn theoretisch auf die Fläche von diesem Stand legen, weil da ist... Ne, so der hat vorne eine relativ freie Verkaufsfläche, der hat halt Sachen nur so hinten hängen und so, aber die Theke selber ist relativ frei. Wenn da noch ein paar so Kleinkrams drauf liegt, würde ich einfach mit dem Arm so drüber fahren und das runterwerfen und leg ihn hier drauf. Schau ihn mir sofort an. Ja, sie hilft dir, ihn da drauf zu legen und du hörst einfach nur wieder so, und einfach nur so benommen vor sich hin murmelt. Und dann kannst du mir einmal einen Medikurgy-Wurf machen. Jo, wo ist mein... Da ist mein... Nice. Limited Success. Ja, du realisierst ziemlich schnell, der Mann hat wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Yeah. Es sieht nicht aus, als ob die Drohne ihn selber erwischt hätte, aber wahrscheinlich ein Stück fliegendes, so Standstück oder so. Mhm. Ne? Oder als er in den Stand geschleudert wurde, ist er wahrscheinlich irgendwo mit dem Kopf gegengeknallt. So ein bisschen so sieht das aus. Der hat literally ein ganz schönes Schütteltrauma. Der sieht halt aus, als ob er unter Schock steht. Ist so ein bisschen benommen. Und du gehst davon aus, dass sein Bein, dass halt... Also dass das wahrscheinlich irgendwas ausgerenkt ist, wie ich schon gesagt hatte, und er deswegen sein Bein, das ist nicht gebrochen so vom Abtasten, aber es sitzt halt komisch so im Gelenk. Okay, Mann. Das lässt sich bestimmt wieder einrenken, das dürfte nicht das Problem sein. Das wird jetzt weh. Hier beißen sie mal auf das Stück Holz. Modernste Technik und dann Chiropraktiker. Das Beste sind die alten Sachen. Never change a running system. Ihr hört nur sein. Ja, der Mann
schreit, also so dieses erstickte Schreien, wenn einem, also wie gesagt, wenn sowas eingerenkt wird, so dieses, oh Gott. So. Es würde mehr wehtun, wenn wir es so lassen würden. Herr Doktor, soll ich die Blutegel holen? Nein, aber ich hätte gerne... Die verozianischen Blutegel, die sind 2 Meter lang. Mein Werkzeug zum Adelass, bitte. Genau, und du hilfst ihm ein bisschen zu stabilisieren. Ich würde noch schauen, dass ich die Kopfwunde irgendwie versorge, also verbinde vielleicht. Ja. Ja, also dafür wirst du auf jeden Fall was dabei haben. Das sollte nicht das Problem sein. Ich muss mal kurz was nachgucken. Ich weiß, dass es so eine Liste dafür gab. Ich weiß noch nicht mehr, wo die war. Es gibt einen ganzen Abschnitt über Krankheiten. Ich liebe dieses Buch. Wow. Ich liebe einfach, wie viel, nicht mal Quatsch, aber einfach, wie viel Stuff die halt einfach rumfliegen haben. It is very good. Es gab ja doch, war die im Main-Buch, die Liste mit dem ganzen Food und Ausgaben und so Stuff? Ja, das gab es auch. Wir haben beim letzten Mal schon gesucht. Ja, ich weiß, dass wir es das letzte Mal rausgesucht haben. Ja, das gefunden. Ich habe es auch, glaube ich, als Screenshot reingeschickt. Ich weiß es gar nicht mehr. Das kann sein. Das war das, wo ich bei Alkohol gesucht habe, ne? Ja. Das Wichtige. Namen. Ansonsten Screenshots mal bei uns in die Discord-Gruppe packen und dann einfach mal anpinnen. Dann hat man da so 5, 6, 7 angepinnte Sachen von Dingen, die man immer mal wieder braucht. Ja, ich dachte. Ich guck gerade mal. Da. Wenn ihr ein Stück hochscrollt in dem Chat hier im Server. Hab ich da reingeschickt? Auf jeden Fall so. Da waren auf jeden Fall Beispiele für Essen und Trinken. Ja. Und Unterhaltung, wie viel die so kosten. Also was es so gibt, sozusagen. Dass man das nachgoogeln konnte. Oder in Roll20 packen, quasi im Journal, dass wir so ein bisschen so eine kleine Library haben. Ja, ich glaube, das werde ich mir mal die nächsten Wochen irgendwann mal Zeit nehmen und mal so ein bisschen für euch so Base-Sachen da reinhauen. Dass ihr auch wisst, was es so für Getränke und Food gibt und so einen Scheiß. Ah, ja. Weil das Ganze ja eher orientalisch inspiriert ist, gibt es halt sehr viele Sachen, die nur so für da nur so mehr common sind. Als im klassischen Space Western. Mhm. Ja, ich wollte nur mal eben kurz einmal. Ich muss noch mal eben kurz einmal hier rein. Da. Ich brauche nur Preislisten, damit ich. Nur so da, genau, das wollte ich haben. So. Das ist ja eine relativ. Wie sagt man, eine relativ simple Verletzung. Und du weißt, ne, so Materialien und Arbeitsaufwand, es dauert halt nicht wirklich lange, das zu, ne, so zu machen. Mhm. Es braucht auch nicht viel Materialien auf. Du glaubst, dass das wahrscheinlich vielleicht so, du glaubst, dass es mit dem Einrenken und allem könntest du vielleicht zwischen 50 und 100 Bier verlangen. Also Biere. Mhm. Das wäre so, was du annehmen würdest, weil es ist keine schwere Verletzung. Er hat halt einfach nur leichte Verletzungen erlitten von dem, von dem Schleudertrauma. Ja, es war jetzt nichts besonders Kompliziertes. Einfache Einrenkung, ein bisschen verbunden. Brauchen Sie, so mit dem Finger vom Gesicht rumschnipsen. Hallo, können Sie hören? Sind Sie wieder bei uns? Ja, brauchen Sie Schmerzmittel? Du siehst, wie die Frau so ein bisschen besorgt guckt und er sagt so, ich nehme alles, Doc, sagt er nur. Und gut. Und pettet dir so, weißt du, in diesem leicht delirischen Zustand so auf der Hand, ich nehme alles, Doc. Ja, so kein Problem. Ich würde mir halt meine Tasche lang so eine kleine Packung mit so einem, ich würde sagen, Dreierpack Schmerzmittel rausholen, weil eine jetzt und sollte das wiederkommen, haben sie noch 2 zum um es aufzufrischen. das macht dann einmal 100 Bier, bitte. Wie viel hast du gemacht? 100. Du hast gesagt 50 bis 100. Ich habe dir noch Tabletten gegeben. Das heißt 100 Bier. It is. Fair. Du siehst, wie die Frau so ein bisschen so. Nur so das Gesicht verzieht halt nicht so in einem. Nicht wütend oder so, sondern einfach nur, weil es ist teuer. Ne?
Weil 100 Bier ist so, das ist so Lebensunterhaltskosten pro Tag. Das ist so ein ganzer Tag Geld, ja. So im Endeffekt. So was du so am Tag ausgibst. Du siehst, wie sie so ein bisschen das Gesicht verzieht, aber dann seufzt und ihren Credit-Scanner über deinen ziehen würde. Das ist. Und dir die 100 überweist. Ich verstehe. Es ist halt schwierig heutzutage mit den Versicherungen. Aber ich verspreche, der Patient wird bald wieder wohlauf sein. Danke Ihnen. Wo auf der. Ich finde es gerade nicht mehr, aber das wo ist, meine ich, das? Auf der zweiten Seite ist es, meine ich. Ich meine, es ist nicht auf der ersten. Ach, zweite Seite. Und dann irgendwo. Genau da bei Tiny Items, also bei kleinen Gegenständen. Bier. Brr. 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 Ein Bier, bitte. Brr. Ein Bier, bitte. Ich hätte gerne mal 5 Brr. Brr. Wir sind heute alle 5. Okay. Ich durch heute. Ich habe übrigens gerade recherchiert. Birre ist die Währung in Äthiopien. Also es gibt es auch wirklich bei uns in der Welt. Das ist jetzt nicht eine Erfindung dafür. Ja, also ziemlich die meisten Sachen so von den Alltagsdingen gibt es. Wusste ich nicht, weiß ich wieder mehr. Sehr cool. Ja, auch die ganzen Getränke und viel von dem Essen und so. Generell, ganz viele von den Sachen sind einfach aus verschiedenen so Ländern, aus denen die ja ihre Inspiration gezogen haben. Das heißt, wenn ihr irgendein Wort lest, von dem ihr erst denkt, ausgedacht, wenn ihr es googelt, findet ihr es wahrscheinlich, wenn ihr es noch nicht kennt. Also gerade so, wie gesagt, so bei so Essen, Trinken und bei Kleidungsstücken und so, das ist und manchen anderen Sachen auch, die sind halt sehr häufig, sind das einfach echte Sachen, was sehr cool ist. Ich mag das sehr gerne. Ich mag, dass die sich mal, dass die vor allem, ich glaube da auch mit, als jemand, der nicht aus diesen Gegenden kommt, aber ich habe das Gefühl, die haben sich viel Mühe gegeben, dass es respektvoll ist. Ja. So ein bisschen, wo sie die Sachen. Ja, das auf alle Fälle, würde ich sagen. Während der Doktor hinten versorgt wurde, Marek übrigens ein bisschen gelangweilt, so ein paar Einzelteile und so durch die Gegend treten mit den Händen in der Tasche und da mal durchs Kommen fragen, Captain, möchten wir uns dann eigentlich mit den Sicherheitskräften hier unterhalten? Den was? Mit dem Sicherheitspersonal. Also ich meine ja nur, wir haben hier ganz schön Krach gemacht und rumgeschossen und... Ich drehe mich mal um zu Basim. Wie hieß sie? Basim? Rem Basim. Basim, ja. Zu ihr drehe ich mich mal um. Sicherheitskräfte? Sie seufzt ein bisschen und sagt dann, wir haben nicht viele hier. Nur 3. Und sie guckt dann Richtung des Hotels und sagt dann, 2 waren mit einem kleinen Vorfall beschäftigt und sind deswegen momentan nicht auf der Station. Sie mussten jemanden abtransportieren und du siehst, wie sie so das Gesicht so verzieht in so einem so angeekelt ist das falsche Wort, aber halt so dieses so angepisst. Und sagt dann nur, wir hatten einen kleinen Schmuggelvorfall. Sagt sie relativ ne, so ruhig. Du weißt, dass die meisten Outposts sich da eigentlich nicht sehr viel interessieren. Es muss also schon was ein bisschen krasseres gewesen sein. Dass sie da überhaupt nicht verlassen hat. Verwerflich. Auf den Outposts ist es eher so ein, solange du nicht damit auffällst und gerade keine Stichproben gemacht werden, ist es eigentlich ziemlich ertragbar an den Outposts. In den großen Städten ist es halt deutlich schwieriger. Oder wenn du irgendwo auf dem Weg als Stichprobe untersucht wirst. Das ist meistens viel gefährlicher. Je nachdem, was es ist natürlich auch. Aber ja, sie sagt dann, deswegen fehlen mir momentan meine Wachleute. Ich nicke und schau dann zu Amajani. Und meine nur, ich glaube, das ist kein Problem.
Okay. Ja, sie sagt dann auch, aus meiner Sicht habt ihr mir eine Menge Unheil und sie guckt auf die brennenden Stellen, auf den nicht mehr brennenden Stein und sagt, Sachschaden verhindert. Danke dafür. Na, gerne doch. Können wir davon vielleicht noch irgendwas gebrauchen? Und ich zeig sie auf die kaputte Drohne. Sie würde die Hand vom Captain schütteln, so mit so einem festen Händedruck. Ja, nein. Ich erwidere das Schütteln. Und über meine Sub, über das Comlink nur zu Amajani, nimm mit, was du finden kannst, was du kriegen kannst. Wir kümmern uns hier um die Aufräumarbeiten. Hier ist nichts zu sehen. Hans. Ja. Hans ist momentan auf der Drohne und schraubt an den Thermalkater rum. Ja, genau, genau. sie würde dann auch sagen, wir sollten vielleicht rausfinden, wem die gehört. So eine wild rumfliegende Drohne. Ich würde schon gern wissen, was es damit auf sich hat. Und sie guckt so Richtung Andock, also hier Richtung der Andockstation und stoppt dann kurz und sagt, und dann dreht sich dann wieder zum Captain und sagt, ihr wart hier für Reparaturen, richtig? Ich nicke. Und dann sagt sie nur, ihr, euer Mechaniker soll kriegen, was er braucht. Danke. Für die Hilfe. Na, da helfen wir doch gleich noch viel gerne. Lieber. Ja. Und dann, nein, gerne. Und dann, und dann guckt sie nach unten und sagt dann, und die nächste Runde geht auf mich oder wer auch immer das Ding hier reingeschickt hat. Und sie guckt mit, wieder mit schmalen Augen so noch einmal so über die Händler und Leute und Reisenden, die langsam sich aus ihren Verstecken trauen und anfangen, neugierig zu gucken, was Hans da macht. Weil das Ding liegt halt eben auch im Weg von der Treppe. Mhm. Und sagt dann halt, ich werde mal ein paar Leute zusammentrommeln, dass wir das Ding wenigstens von der Treppe wegziehen. Solange es sicher ist. Und sie ruft nach unten zu, ne, so, und guckt runter, zu, sagt das so relativ laut Richtung Hans. Das war so eine halbe Frage. Also du hörst so ein bisschen so die Frage daraus. So dieses... Ob sie ob die Drohne gesichert ist, weil du ja gesagt hattest, alle sollen Abstand nehmen. Ja, schon. Okay. Oh, warte. Ich würde mal versuchen, die Bombe vielleicht zu entnehmen. Technologie? Oh, um Himmels Willen. Du machst voll die Schüsse zurück. da sie entschärft ist und jetzt nicht schwierig angebracht ist oder so, gebe ich dir mal zwei Bonuswürfel. Zwei. Hast du Technologie? Ja. Okay. Nein, so schlimm ist es nicht. Du versuchst sie abzunehmen, aber ne, so, aber kriegst sie halt nicht von. Es ist vielleicht so dieses Klassische, wenn man weiß, dass was theoretisch in die Luft fliegen kann, wenn man zu vorsichtig ist und dann nicht wirklich weiterkommt. So dieses, ne, so viel zu vorsichtig das Ding handhabt und deswegen kriegst du sie irgendwie nicht von dem Gehäuse ab. Ich greife immer so von verschiedenen Seiten, ziehe leicht, da klemmt's, lass wieder langsam los, wieder von der anderen Seite. Nee, auch nicht. Vielleicht ist hier eine Schraube. Nein. Die Bombe steckt fest. Das sage ich über Funk. Stell dir das vor, so laut, so die Bombe steckt fest. Lalala. Coming. Tigelmann wird sich dann bestimmt darum kümmern. Oh, und dann lass sie einfach, wo sie ist. Geht klar, Captain. Dann schaue ich nochmal kurz, ob ich irgendwo eine Seriennummer oder sowas finde, wo man vielleicht den Hersteller bzw. den Besitzer rauslesen kann. Würfel mir mal Observation. Jetzt nicht mal ja sagen.
Ein Limited Success. Ja, na sehr gut. Ja, du guckst dir so ein bisschen die Maschinerie an und findest auf der einen Seite so ziemlich schon so, weißt du, so, wo der Lack so sich langsam über die Jahre hinweg so abgelöst hat, wo du auch sehen kannst, dass da so Kratzer drauf sind, wahrscheinlich von kleinen so Asteroidenstücken, die den getroffen haben und sowas. Du kannst aber immer noch, so mit Spraypaint wurde da halt eine Nummer draufgeschrieben. Und wenn du die in deinem Datapad halt so gegencheckst, gegen die Daten von der Station und so dem Umliegenden, weil du kannst dich ja immer synchronisieren mit den Orten, wo du bist. Weil es gibt ja leider kein flächendeckendes Internet für Space, sondern immer nur lokal. Space-Internet. Space-Internet. Aber als du halt mit den lokalen Daten checkst, siehst du halt, dass das dass das zu einer Asteroidenabbaufirma sozusagen gehört. Also einer der Prospektorenfirmen, die halt hier in der Gegend Machdan abbauen. Ja. Lass mich eben kurz den Namen raussuchen. Uno Momento. So many names. Ja, ich glaube, ich hab hier was. Ja, ich bin ganz Ohr. Gehört auf alle Fälle einer Bergbaufirma hier vor Ort. Ich hab auch gleich den Namen. Die Informationen auf alle Fälle zurückhalten. Nicht, dass es hier noch einen wütenden Mob mit Fackeln, Mistgabeln und Plasmakanonen gibt. Claro. Du guckst und findest dann raus, es ist eine der sehr, sehr, sehr alten, also es ist eine der ältesten Prospektoren Familien tatsächlich, also nur so diese klassischen Familienunternehmen, weißt du, wo der Großteil der Leute halt aus einer Familie stammt. Es gibt halt ein paar, die, ne, die so von außerhalb halt rein rekrutiert wurden, aber es ist halt Großteil ein Familienunternehmen. Die sind schon ziemlich lange hier. Das war eine der ersten Firmen, die hier durchgestoßen sind. Das sind so ein paar Infos, die du halt, ne, so findest durch die Registrierungsnummern und wann die angefangen haben. Du guckst, wo habe ich es denn hier? Namen sind Schall und Rauch. Wo habe ich ihn denn hingeschmissen? Da. Genau, das gehört zur Kadir and Sons. Ich schreibe es auch nochmal einmal kurz. Bitte. So. Ah. Das ist eine der ältesten Prospektorenfamilien hier. Kadir and Sons. Ja, gucken, wie es geschrieben wurde. Wo ist es hier? Da. Ach, mit Q! Mit Q! Aber ohne U. Ja. In dem Moment siehst du, wie... Also wenn du den Namen, sagst du den Namen laut oder sagst du den über Komm? Ich sag den über Komm, weil ich soll ja mich bedecken. Die Anweisung hat er ja zum Glück gerade bekommen. Okay. Extra vorher gesagt, dass das nicht laut sagen soll. Okay, ja. Nö, ich frage nur, einfach nur, ob Leute darauf reagieren oder nicht. You know. Genau, Kadir and Sons. Die sind, wie gesagt, eine der vielen Prospektorenfirmen, die halt im Marab-Cluster Machdan abbauen und andere Metalle und was sich sonst noch so finden lässt. Aber primär Machdan, das ist so ein bisschen das Gold der Region, habt ihr inzwischen rausgefunden. Dann würde ich gerne, ist hier Vasim noch da oder schon reingegangen? Nee, aktuell ist die dabei, dass die ist, also sie ist kurz in der Bar verschwunden, ist aber wieder rausgekommen. Sie hat sich ein paar von den Arbeitern gegriffen und hat und weist die jetzt halt an, die Drohne nur so ganz vorsichtig anzuheben und die halt so ein bisschen aus dem Weg zu heben,
dass die, also dass halt die Durchlaufwege wieder frei sind und die Leute sich ohne Gefahr bewegen können. Ich finde das die Überlegung ja eigentlich total cool, wie der Unterhahn da oben steht, am Gelände gelehnt und über das Comlink seine Crew anweist, Dinge zu tun, und die wuseln überall rum. Während er da halt so auf dem Balkon steht. Und wenn Vasem mal ein Momentchen rüber guckt, winkt er sie mal zu sich herüber. Okay. Ja, Vasem weist die Leute nochmal einmal an, die würden dann Hans und Marek oder und wer auch immer sich daran macht, ein bisschen dabei helfen, die Drohne halt, wie gesagt, so von der Treppe wegzukriegen primär, damit die Leute halt auch rein und raus können und ne, damit es halt keine imminente Gefahr existiert. Ja. Ich bewege die mal einmal. Und ich würde gerne noch den guten Amajani nochmal anfunken. Schreib dir die Seriennummer auf, vielleicht lässt sich ein Mitarbeiter darauf zurückführen. Ja, ich schreib das dir die war auch schon auf. Mein Gedanke. Sehr gut. Moment mal. Warum machen wir das eigentlich? Das Ding hätte uns fast umgebracht, hallo? Ich meine, aktuell hat es vor allem euch freie Mechanik, also beziehungsweise freie Materialien für Reparaturen beschert. Und für den Captain generell, also das ist ja halt, gerade als Schmuggler, ist sich mit den Outposten, Outpost-Anführern sich gut zu stellen, ist immer eine nette Sache, weil das halt heißt, dass man häufig auch gut unter dem Radar fliegen kann oder die mal ein Auge zudrücken. Was natürlich immer gerade für ein kleines Trüppchen wie eures, das gerade erst als Schmuggler sich etabliert, ganz nice sein kann, mit solchen Leuten Kontakte zu knüpfen. Und ne, so, das ist so dieses eine Hand wäscht die andere mäßig, gerade mit den Outposts. Ja, das kommt natürlich auch noch vom Captain, der sagt. Zum einen hat das Ding auch uns versucht, irgendwie umzubringen über Dreiecken. Und so eine Bombe macht für uns auch nicht halt. Zum anderen kann es nicht schaden, sich ein paar Freunde zu machen. Und wo wir erstmal kurz hier feststecken. Alles klar. Warum nichts? Freunde unter den Piraten. Den was? Den was? Genau, und dann. Da kommt keiner, alles noch offen. Ja, bist du 12? Ich lieb einfach, dass Marek so alles handelt wie ein Computerspiel. Einfach nur. I love him a little bit. Okay, also du willst Vasem dann ansprechen. Ja, wie gesagt, die wird immer mal wieder so rauf und runter laufen und halt, ne, so das Ganze so ein bisschen managen. Du siehst halt, sie ist ziemlich kompetent in dem, was sie macht. Also sie leitet ihre Leute gut an und ist ziemlich routiniert da drin, auch scheinbar in so stressigen Situationen dann halt, ne, so die Führung zu übernehmen und alles zu sortieren und Leute zu beschwichtigen, mit Standhändlern auszumachen, wie sie damit umgehen, dass jetzt der Stand zerstört worden ist, jada jada. Ne, also so ein bisschen, die handelt gerade die verschiedenen Seiten. Ja. Aber kommt dann irgendwann die Treppe hoch, wahrscheinlich um in die Bar zu gehen, um da sich kurz mit den Kellnern zu unterhalten. Mal sehen. Captain Tahan. Und ich beginne zu flüstern. Sagt euch Kadia and Sons etwas? Du siehst, wie sie kurz stoppt und dann sagt: Ja. Ja, die liegen gerade im Hafen. Ihr habt gezögert. Und, sie lehnt sich zu dir rüber und dann sagt: Munira ist die Tochter vom momentanen Familienoberhaupt. Munira Kadir. Ist das die Munira, die da drinne hockt und sich geschlagen hat mit... Und dann sagt sie nur: Ihr Vater ist nicht hier, aber ihre älteren Brüder sind wahrscheinlich auf deren Schiff. Ich update das mal auch eben kurz in ihrem Bio. Auf ihrem Schiff?
Ich nicke. Vielleicht sollte man den mal einen Besuch abstatten. Hm. Ja. Dann ist das auf jeden Fall. Dann ist es auf jeden Fall ihre Drohne. Sie, wie gesagt, sie murmelt dann nur. Ist nur die Frage, ob sie das waren oder jemand anderes. Ja. Und es ihnen nur in die Schuhe schiebt. Ihr denkt mit, das ist gut. Haltet, also ich brauche es euch nicht sagen, aber haltet diese Information unter Verschluss. Offensichtlich. Sie, also guck dich an. Wir müssen dich noch zu den Spannungen beitragen. Ich nicke. Wir werden mal schauen, wie weit wir uns darum kümmern können. Dann sagt sie nur, die beiden Brüder heißen Saad und Jalal. Saad? Mit, wahrscheinlich mit S-A-A? Mit Doppel-A. Ja, S-A-A-D. Und Jalal? Warte, ich schreib's dir auf. Jalal. Ach ja, okay. Jalal Kadir. Keine Ahnung, nie gehört. Das ist okay. Oder hat man eventuell von diesen gehört? Wenn man täglich Lokalnachrichten liest. Du kannst mal für mich, das wäre wahrscheinlich Culture, würde ich mal behaupten. Kultur? Kultur, ja. Machen wir mal Kultur. Ich glaube, ich lasse Ari auch mal drauf würfeln. Das macht, glaube ich, Sinn. Obwohl, der hilft dir, glaube ich. Würfeln wir nochmal ein extra. Ja, na, nichts lieber als das. Ja. Aber ein eingeschränkter Erfolg ist ein eingeschränkter Erfolg. Ist ein eingeschränkter Erfolg. Ja. Die Munira hat dir halt nichts gesagt. Das ist vielleicht, sie ist wahrscheinlich relativ jung. In der, also deswegen wahrscheinlich hat keinen tragenden Namen irgendwie in der Familie. Sie ist halt Prospektorin, sie arbeitet für ihre Familie. Die Namen Saad und Jalal sagen dir schon eher was. Jetzt vor allem auch, wo du die Connection gemacht hast zu Kadir und Sons via Marek. Die sind eine von den, du erinnerst dich ja vage daran, dass es diesen Vorfall gab, ne, der ja diese ganze... Ja, der Tempelvorfall. Genau, und du weißt, dass... Sind die darin verwickelt? Du weißt, dass der Vater von den dreien, dass der Name Kadir irgendwie damit was zu tun hat. Also du weißt nicht, ob die dabei waren zwingend, aber die waren auf jeden Fall irgendwie in der Eskalation, die danach kam, verwickelt. Weil du erinnerst dich an den Namen im Kontext, aber weil du, ich weiß, dass du damals nur Limited Success hattest. Ja, sowas merkst du dir natürlich. Nicht genau. du weißt, dass die irgendwie, dass der Name Kadir damit irgendwie, dass der erwähnt wurde in dem Kontext. Du weißt nicht, ob sie dafür verantwortlich waren, dabei waren oder nur ihre Meinung geäußert haben zu dem Thema oder irgendwie eine Pressekundgebung oder sowas, ne? Oder irgendwie der Name in Umlauf gegangen ist. Aber du erinnerst dich, dass der Name irgendwie in Kombination mit diesem Ereignis aufgetaucht ist. Das spukt dir so im Hinterkopf rum mit dem Limited Success. Ja. Deswegen erinnerst du dich auch an den Namen des Vaters. Aziz Kadir, das ist der momentane Familienoberhaupt. Achso, der lebt noch. Ja. Das ist der. Ja, das ist der Vater. Wie sagt man das? Das CEO ist das falsche Wort dafür. Dafür gibt es ein Wort. Das fällt mir gerade nicht ein. Es gibt ja so einen Minenvorstand, Minenaufseher, sowas halt. Vorsteher. Ja. Dem Vorsteher. Die Familie Kadir, die hatte doch irgendwas mit diesem Tempelvorfall zu tun, der das Ganze, den Stein praktisch ins Rollen gebracht hat. Sagst du das zu was? Ja. Sie nickt und sagt, sie waren ziemlich lautstark. Ich weiß nicht, wie viele Details ihr kennt. Dass sie irgendetwas mit dem zu tun hatten. Wir stammen nicht von hier. Ja, sie nickt nur und
sagt dann, lass mich mal kurz gucken, weil ich weiß, dass, dass ich mir für sie was aufgeschrieben hatte, was sie darüber weiß. Genau. Sie seufzt kurz und sagt dann, ja, sie haben ihre Meinung ziemlich lautstark kundgetan. Die Prospektoren haben ein riesiges Machtan-Vorkommen unter den Tempeln der Nomadenföderation gefunden und wollten abbauen. Natürlich wollten das die Nomaden nicht. Das sind die Tempel zu den Ikonen. Verständlich. Kulturbaustellen, ne, so Kulturstellen. Sie sagt das relativ mit so mit gesenkter Stimme. Ja, ja, ja. Wir flüstern ja auch die ganze Zeit. Ja. Ich habe aber natürlich meinen Com-Kanal offen, sodass alle mithören können. Technik, die begeistert. Brauchen wir das nicht nochmal erklärt? Für euch hat es die Energy von so einem Discord-Call, wo du so eine andere Person im Raum so im Hintergrund hören könnt, dass du die Quali, die ihr ungefähr gerade hört. Dass du dieses, was eben, bist du mit uns? Wie so ein Discord-Call. Sie sagt dann nur, sie wollten abbauen. Die Nomadenföderation hat natürlich Nein gesagt. Kulturstellen. Glaubensstellen. Das sind die großen Tempel der Nomadenföderation. Einer der großen Anlaufpunkte auf den Pilgerreisen. Und sie guckt rüber zur Bar und sagt dann nur, Nurul, dem Mann, den Monira geschlagen hat, ist gerade auf einer dieser Pilgerreisen, als ein Beispiel. Sie haben es ihnen verboten. Und dann sind mehrere Prospektorenschiffe unter Deckmantel an den Asteroiden rangeflogen, auf denen die Tempelstätten sind und haben versucht, illegal abzubauen. Und die Nomaden haben sie dann mit Drohnen aus dem All geschossen. Und sie guckt relativ angespannt. Sagt dann nur, und seitdem gibt es immer wieder Übergriffe zwischen den beiden Gruppen. Aziz Kadir hat sich ziemlich stark gemacht dafür, dass die Nomaden die Tempelstätten hätten aufgeben sollen. Und die... Für den Machtanabbau. Und die Familie Kadir, hat sie bei diesem Vorfall vielleicht etwas Besonderes verloren? Abgesehen von Geld. Birr. Ich weiß, dass sie... eins der Schiffe, das runtergeschossen wurde, eins von ihren waren. Und logischerweise ist die gesamte Crew verstorben. Und damit wahrscheinlich Angestellte und Familienmitglieder der Familie Kadir. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass es das Ganze deutlich bitterer gemacht hat. Weiß man irgendwas von Frauen, Kindern, Schwestern oder sowas, die dabei eventuell das Zeitliche gesegnet haben? Sie schüttelt den Kopf darüber. Ich weiß keine Details. Ich weiß nur, dass sie beteiligt waren an der illegalen Abbauaktion. Mhm. Und deswegen... und es deswegen Diskussionen gab und viele Anschuldigungen und der Wunsch nach Gerechtigkeit, aber wegen dem komplizierten Stand der Nomadenföderation ist das Ganze ein bisschen... Sie dreht so den Kopf so hin und her, so unangenehm und sagt dann, das Ganze hängt ein bisschen in einem Limbo, was das Ganze nicht besser macht. Schwierig. Und deswegen müssen wir uns hier im Kleinen mit den Spannungen auseinandersetzen. Und sie guckt wieder nach oben Richtung Bar, ne, weil du hattest ja gesehen, dass, also, was zwischen Munira und Nurul, wie er heißt, ich kann ihn jetzt auch... ich einmal freigeben. Einmal frei. Das ist der gute Nurul. Das ist der Mann, der hinten in der Ecke gesessen hatte, dem Munira eins aufs Auge gegeben hatte. Generell auch nochmal für euch, die Nomaden tragen generell sehr helle Kleidung. Also die haben diese Sandfarben und Weiß. Das ist so ein sehr, gerade für die Pilger der Nomadenföderation ist das sehr üblich. Aber Sehm, wie gesagt, lehnt sich gegen die Galerie und sagt dann nur,
Im besten Fall kommt nicht raus, wem die Drohne gehört. Das wird alles nur noch viel schlimmer machen. Ich nicke. Und ja, sie guckt Richtung der Drohne und sagt dann, habt ihr irgendwelche Spuren gefunden, dass mit dem Ding vielleicht irgendwas angestellt wurde? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dass Saad oder Jalal so dumm wären. Ja, haben wir noch irgendwas gefunden, was auf eine Manipulation hinspricht, außer natürlich der Bombe? Also das hätten die aber auch machen können. Es gab die Bombe das und es gab halt den, genau, da das war Dongle. So ein Transmitter. Aber das hat ja bloß dafür gesorgt, dass man auch weiter weg steuern konnte, ne? Ja. Also das hätten die auch alles selber machen können. Ja, das hätten die theoretisch selber machen können. Das weiß ich nicht. Naja, es gab eine Fernsteuerungseinheit. Das heißt, wer auch immer es gesteuert hat, musste auf jeden Fall nicht direkt daneben stehen. Klug. Angesichts der Bombe. Sagt sie wirklich so gewispert, damit es niemand mitbekommt. Der Bombe. Der Bombe. Das böse B-Wort. Ja, und dann lehnt sie so ein bisschen neben dir über der Galerie mit so, ne, so mit einem ernsten Gesicht und guckt auf die Leute runter und wie die gerade die Drohne Richtung Hangar, ne, so Richtung Anlageplatz, so ein bisschen davon schleppen, weiter weg von den Ständen und ne, so, wo es kein Unheil anrichten kann, erstmal. Und dann sagt sie nur, wer auch immer dahinter steckt, hat sich nicht nur mit den Nomaden oder den Prospektoren angelegt, sondern auch mit mir. Das hier ist meine Station. Ich nicke langsam. Und du siehst, wie so ihre Lippen so richtig so schmal werden. Und du kannst so diese Wut dahinter sehen, die ist nicht versteckt. Dann sagt Dämon, dann haben wir einen Grund mehr, uns darum zu kümmern. Sie nickt. Guckt dann zu dir rüber und sagt, eure Reparaturen werden ja noch 1-2 Tage dauern. Ich bin willens, euch dafür zu bezahlen, wenn ihr rausfindet, wer es ist. Ich will die Ratten haben. Ich nicke. Doch, du bist Intercom, wir machen es. Für euch versehen gibt es einen Freundschaftspreis. Was? Sie grinst. Der Freundschaftskreis heißt doppelt. Ich mach den Com wieder aus. um eventuell weiter auftretende Flirtversuche. Nicht über den Com. Und sie guckt dich an und sagt dann, ne, so, du siehst, wie sie kurz darüber nachdenkt. Ne, so, und so, ne, so, du kannst das sehen, wie sie kurz in ihrem Kopf erläutert mit sich selber. Ne, und so. Ne, so, dass sich so ein bisschen errechnet. Und dann sagt. $5,000, wenn ihr sie findet. Und dann stoppt sie kurz und sagt dann $7,000, wenn ihr mir sie lebend bringt. Und du siehst einen ziemlich kalten Gesichtsausdruck. Ich nicke. Ich will die Pisse haben. Also sie lehnt das so. Die verdammten, elenden Drecksbastarde hätten mir fast ein Loch in meine Bar gesprengt und meine Leute verletzt. Das ist mein Angebot. Und sie streckte die Hand entgegen. Klingt gut. Und ich schlage ein. Okay. Und da beenden wir es für heute. Neuer Auftrag. Das Potenzial für 5.000 bis 7.000 Bier, was nicht wenig ist. Und da setzen wir in 2 Wochen wieder an. Ich hoffe, ich gehe mal in den Post-Stream. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Eine Bombenstimmung. Ich sage, ist das Ding nicht hochgegangen.
Das wäre ein Abenteuer gewesen. Ich war so, oha. Ich hoffe, euch gefällt momentan, wo die Story so ein bisschen hingeht. Das ist jetzt so ein kleines In-Between-Ding, bevor ihr weiter nach Jachum reist. Aber ich dachte, das ist ganz schön, um so ein bisschen den lokalen Konflikt zu introducen. Ja, sehr schön. Ja, macht auf alle Fälle Spaß. Das ist schön. Macht auf jeden Fall die... Also, ja, ne? Nomaden haben Tempel, darunter ist das Zeug. Und die Prospektoren so, ja, das ist jetzt unseres. Alter. Ja, das ist halt so ein Klassiker, ja, ja, ne? Es ist halt dieses klassische Capitalism versus Religion, ja, was ich sehr cool finde am Marab-Cluster und an dieser ganzen Gegend, an diesem Asteroidengürtel. Die haben halt dieses Goldprospektoren-Ding, was hier halt läuft, versus die lokale Religion. Aber hat sie gesagt, wem das Land gehört oder beziehungsweise wodurch das denen gehört oder so? Das hatte ich, glaube ich, nicht ganz mitbekommen, ob das dazu was hat. Die Nomaden haben da halt Tempel, die existieren da schon ewig lang. Ja. Ne? Und das dadurch sozusagen, das ist praktisch dieses, da sind Leute in deren Land eingefallen und wollten halt, dass die ihre deren Tempel abreißen. Also im Prinzip wie Amerika, indigene Bevölkerung, andere Leute kommen und sagen, das ist jetzt unders, gibt uns Bodenschätze, gibt uns alles, was ist und bla. Ja, gut. Die waren auch, die Nomaden waren auch, also sind auch nicht bereit, logischerweise. Also selbst wenn es da vielleicht freundliche Attempts gab von, wir können ja unten drunter herbohren, die wollten natürlich nicht riskieren, dass die Tempel kaputt gehen. Verstehe ich total. Und das war halt einfach dieses, und dann haben halt ein paar Schiffe sind halt losgeflogen. Das war vielleicht nicht mal der große Konsens der Prospektoren, weil es ist ja immer Grauzonen und so, und jede Firma und jedes Schiff entscheidet ja natürlich auch am Ende selber. Ja. Aber es gab halt eben ein paar, die halt gesagt haben, fick die, und ist dann halt da reingeflogen. Und dann haben die Nomaden die halt abgeschossen. Ja, ja. Nope. Ne? Fair game. Und seitdem gibt's halt Stress in beide Richtungen. Und da ist halt so ein bisschen, ich mag diesen Konflikt, weil der ist halt sehr komplex. Und hat sehr viel Potenzial für Komplexität. Für mich klingt das sehr eindeutig, dass die Prospektoren halt da, nicht die Prospektoren als Ganzes, ne? Es gab halt wieder einige Arschlöcher, die das nicht anders konnten. Und jetzt hat das so ein Klassenkampf da ausgerufen. Ja gut, das ist natürlich klar. Ja, deswegen, also ist ja ganz klar, auf welcher Seite wir stehen. Von den Prospektoren. Prospektoren natürlich. Cash time. Aber es ist natürlich auch interessant, weil ihr habt ja eine sehr seltsame... ihr habt ja sehr, was, wo ihr nicht genau wisst, ob es jetzt Machdan ist oder was anderes oder irgendwas damit gemacht wurde, habt ihr ja auch an Bord, was euch ja auch so ein bisschen in diesen Konflikt reinzieht, nicht direkt, aber halt so, ihr existiert halt so am Rand davon. Aber was solche Konflikte natürlich auch für Schmuggler heißen, die sind natürlich auch eine Goldmine. Ja. Je nachdem, was in so Konflikten passiert. Ja, und wie wir alten Goldjäger. Sagst du, für Geld würden wir alles tun, gerade wenn es viel Geld ist? Maybe. Ja. Ich meine, ihr habt eine ziemlich große Schatzkiste, ziemlich große Schuld. Also, ja. Schuld für die Schuld, Schmuld, ja. Es ist Schuld, Schuld. Dann wird Moral flexibel. Mhm. Und 7.000 sind halt 7.000. Ja, ist ja auch so ein Großkonzern und so. Und da kann man ja auch mal für arbeiten. Da kann man... Danke, Chris, danke. Ja. Meinst du nicht, ich hab das schon... Alles gut. Alles gut. Beautiful. Mit diesem wunderschönen Endkommentar. Über der Zweck heiligt die Mittel. Jada. Beenden wir für heute den Stream. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wahrscheinlich machen wir nächste Woche weiter mit Esper Files und dann in 2 Wochen geht's weiter mit Coriolis, wo wir dann rausfinden, was es denn mit der Familie Cardian Sons zu tun hat. Das sind ganz nette, ganz bestimmt. Bestimmt. Und selbst wenn nicht, scheiß drauf. Selbst wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal gucken, was wir bezahlen. Und dementsprechend sehen wir uns dann. Ansonsten alternativ am Sonntag für den Morgenkaffee, weil wir wieder in Streams reinrutschen, jetzt wo ein paar von meinen großen Wuchelarbeiten, die ich machen musste, über den Anfang des Monats weg sind. Weswegen ich so verschütt war im November. Aber jetzt sind wir back. Ja, mich kann man auch sehen am Wochenende. Weil am Wochenende ist nämlich die Conspiracy.
Und da bin ich am 3.12. um 12 Uhr bei einer Runde Wolsung dabei. Also am Sonntag. Sehr cool. Gesundheits- Wahlgesang. Sehr cool. Wolsung. Nein, Wolsung ist so ein bisschen so Steampunk-Magie-Fantasy. So. Also wer so das Computerspiel Arcanum kennt, so ein bisschen so in die Richtung geht das. Sehr cool. Und ja. Wird, glaube ich, bei Augenspalter, sehr soweit ich weiß, auch gestreamt. Vielleicht auch bei Pegasus selber. Ja. Nice. Mhm. Nice. Famous hier. Rich and famous. Nicht wirklich. Chris Bock. Hallo. No rich. We will continue to make these jokes. Ich wünsche unseren Zuschauern noch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns entweder am Sonntag oder nächsten Dienstag oder in der Woche darauf. Bye, bye. Goodbye, ihr alle. Ciao.